Herzlich willkommen zu einer neuen schwarz-gelben Woche. Das erste 6-Punkte-Wochenende in der noch jungen Saison liegt gerade hinter uns. Und das wollen wir uns jetzt noch mal ganz in Ruhe anschauen. Zwar sind wir gar nicht so gut ins Spiel gekommen, haben recht früh das 0:1 kassiert, aber die Spieler haben nicht die Köpfe hängen lassen, so wie vielleicht noch in den Spielen zuvor, haben genau das umgesetzt, was der Trainer Boris wollte. Und dann Josh McDonald, 9. Spielminute, Überzahltor für die Krefeld-Pinguine. Bitteschön. Petschmann. Krefeld steht ziemlich eng. Möglichkeit. 1:1. Powerplay-Tor, schwarz-gelb. Krefeld baut die Powerplay-Quote aus. Eng gespielt, eng getaktetes Spiel bei den Krefeld-Pinguinen vor dem Tor von McCollum. Da sehen wir es nochmal. Links bekommt nicht dazwischen und dann am langen Posten ist es. Und was ist schöner, als nur den Ausgleich zu erzielen? Richtig, mit einem Doppelschlag direkt die Führung eintüten. Christian Ehrhoff war es nämlich eine Minute später, der einen immer besseren Schlagschuss vorweisen kann. Festhalten, anschnallen, ab dafür. Einfach mal der Schuss und abgeblockt von Dennis Miller. Ich glaube, Dennis Miller war noch dran. Und so schnell kann es dann doch im Eishockey gehen. 2:1 für die Krefeld-Pinguine. Nochmal der Blick, Leon Niederberger leitet es mit seinem Tempo ein. Und dann Christian Ehrhoff zieht einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob Dennis Miller noch dran war. Und wer jetzt glaubt, die Jungs hatten im ersten Drittel schon genug, den muss ich leider enttäuschen. Alex Weiß hatte da nämlich noch was gegen, wie ein waschechter Hülser, Leike Bauer. Scheibe noch heiß, Weiß, Schussmöglichkeit, Scheibe weiter frei, ins leere Tor hinein und die Krefeld-Pinguine erhöhen auf 3:1 in ein Kuddelmuddel. Alex Weiß zum 3:1, sehr unübersichtlich die Szene. Da hat McCollum seinen Schläger verloren. Und alle Fans hier im Stadion, gefühlt alle schreien, schießt. Dann passierte länger nichts. Felix Bick und die komplette Abwehr machten einen verdammt guten Job. Und dann war es kurz vor Ende nochmal Christian Kretschmann, der mit einem Empty-Net-Treffer zum 4:1 stellen konnte. Jetzt gleich in der Szene nicht verwirren lassen. Ich glaube, Luca hatte da schon den Schnellimbiss für nach dem Spiel schon im Kopf. Wo Regensburg klar die bessere Mannschaft dann doch ist und auch mehr Möglichkeiten hat. Die Jaila Arena erhebt sich, steht auf für den KV. Scheibe geht raus und Scheibe geht ins Tor. 4:1 für die Krefeld-Pinguine. Werfen wir noch einen Blick drauf. Von der Bande weg ist es Josh McDonald direkt hinein ins Tor. Und da sehen wir es nochmal, wie eng es dann noch war. Luca, ich hoffe, der Burger hat geschmeckt nach dem Spiel. Am Sonntag, dann das gleiche Ergebnis, eine etwas andere Reihenfolge. Aber da schauen wir jetzt auch nochmal in Ruhe drauf. Alex Weiß eröffnet mit dem 0:1 Abfahrt. Nidens mit dem Wraparound-Versuch. Einmal der Nachschuss, zweimal und das Tor. Erster Wraparound-Versuch, dann kann Langmann die Scheibe mit dem Schläger nicht entscheidend klären und die fällt im zweiten Versuch Alex Weiß vor den Schläger. Und der lässt sich sowas natürlich nicht entgehen. Hier nochmal besser zu sehen. Erst Langmann zur Stelle, dann funktioniert der Klärungsversuch eben nicht auch. Dann, meine lieben Freunde, erfolgte der McDonald Delivery Service, der die Pucks sehr, sehr zuverlässig in die Tore ausliefert. Aber schaut selbst, viel Spaß beim Hattrick unserer 89, Josh McDonald. Oh, gefährlicher Schuss, McDonald macht das zweite. Der Krefelder Goldsim, die Aufstellung steht, dann kommt der Abschluss am Tor vorbei. Und dann behindert Echtler seinen eigenen Torwart so ein wenig, deshalb ganz viel freies Netz für McDonald und der nutzt das. Auch Alex. Und Josh McDonald mit dem Tor. Weiter eiskalt, wenn sich die Chance bietet. Doppelpack, Josh McDonald. Hier Landshut etwas zu sorglos. Viel Platz hinter dem Tor für Krefeld.
für Czerny. Der kann schauen in aller Ruhe und dann steht auch McDonald völlig blank. Hör die Augen auf den Goldhelm. Brückner lässt ihn gewähren. Er wäre nicht von schlechten Eltern gewesen von Cameron und der weiß sowieso, wo das Tor steht heute. Und auch diesmal, das ist die Entscheidung. Josh McDonald ist der kalt heute. Schleicht sich da davon und lässt dann Langmann wieder. Keine Chance. Perfekt gesehen vom KIV. Und der hat heute Goldhände und nicht nur einen Goldhelm. Am Ende konnte Landshut noch auf 1:4 verkürzen. Das kam aber definitiv zu spät. Und somit unser erstes 6-Punkte-Wochenende in dieser Saison. Perfekt. Unter der Woche waren John, Dennis und auch Julius beim Hospiz am Blumenplatz zu Gast. Leiter Alexander Henisch führte uns da ein bisschen durch und zeigte, dass es eigentlich ein Haus des Lebens ist und so ein Hospiz mit ganz, ganz vielen Vorurteilen behaftet ist. Im vierten Drittel antwortete Lukas Wagner immer ehrlich und gab private Eindrücke in sein Leben. Wie er sich jetzt bei den 5 schnellen Fragen anstellt, schaut selbst. Hier sind 5 schnelle Fragen an Lukas Wagner. Welcher Geruch kickt dich in deine Kindheit zurück? Der Geruch von Eishockey-Ausrüstung. Was würdest du studieren? Irgendwas mit Sport. Hast du schon mal was gewonnen? Ja, eine Meisterschaft. Gibt es bei dir etwas, worauf dich deine Eltern immer hinweisen, wenn es im Fernsehen läuft? Nee. Was ist dein Lieblingstier aus dem deutschen Wald? Eichhörnchen. Die Jungs wollen mit dem Punktesammeln schon gleich morgen weitermachen. Das Besondere am Wochenende? 2-mal Eishockey in Krefeld. Heimspielwochenende. Morgen geht es gegen die Ravensburg Tower Stars. Das erste Mal in dieser Saison gegen den Gegner, gegen den wir ja in der vorherigen Saison rausgeflogen sind. Also ich würde sagen, da ist Spannung definitiv garantiert. Sonntag wird es dann sehr emotional und damit meine ich nicht unseren Gegner, die Bietigheim Steelers, sondern schaue lieber hier drauf. Es ist der 22.10.1936, der KIV wird gegründet. Sprich, wir feiern Geburtstag. Und ja, was halt sonst so noch an so einem Spieltag passiert. Nochmal, es wird sehr emotional. Mehr darf ich leider nicht verraten. Und ich als Fan der Krefeld Pinguine würde mir dieses Spiel definitiv nicht entgehen lassen. Deshalb kauft euch auf jeden Fall 2 Tickets. 1 für morgen, 1 für Sonntag. Und jetzt habe ich natürlich noch ein Special-Angebot. Geht mal bei uns in den Ticketshop. Dort kriegt ihr nämlich direkt 3 Spiele. Freitag, Sonntag und auch nächste Woche Freitag in einem Kombipaket, wo ihr ein bisschen Geld sparen könnt. Und somit verabschieden wir uns von der Schwarz-Gelb-Woche für diese Woche. Wir müssen noch einiges jetzt fürs Wochenende vorbereiten, wenn du nichts verpassen möchtest. Und ich verspreche euch, in den kommenden Tagen wird vor allem auf diesem Kanal einiges passieren. Glocke aktivieren, abonnieren nicht vergessen und einfach mal in die Kommentare schreiben, was euch gut und was euch nicht so gut gefallen hat. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag pünktlich hier wieder zur Schwarz-Gelb-Woche. Ich verabschiede mich. Bis dahin.